Hello, this is Mike from Fair Repair, and today I will make a video for my German subscribers. I apologize in advance and try to highlight the key moments so that even without language skills you can understand what exactly is going on here. So, let's start. Also, heute machen wir es mal in Deutsch. Ich habe hier ein schönes HP Omen, weiß ich auch nicht so genau. Modell 15-DC0007TX. Ein kleiner Gaming-Laptop. Und ja, das ist auch tatsächlich alles, was ich bekommen habe. Es soll wohl Arbeitsspeicher drin sein und eine SSD und ja, kein Netzteil dabei. Ich habe gedacht, ich mache trotzdem Schnapper. Wir werden sehen, ob es so weit kommt. Grundsätzlich scheint das Gerät erstmal tot wie ein Stein zu sein, auch unter Strom. Aber, jetzt achtet mal auf mein Labornetzteil, was es macht, wenn ich das Netzteil reinstecke. Genau jetzt. 25 mA, 7, 100, das war's. 100 mA für einen kurzen Moment. Und das kann man auch reproduzieren, indem man mal länger den Power-Button drückt. Long Power-Button Press. Hier. 100 mA. Und das ist alles. That's all. Also, wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen. Besser wäre, wenn er einfach gar nichts machen würde. Oder wenn er, keine Ahnung, schon ordentlich Ampere ziehen würde, was natürlich, was dann entsprechend auf einen Kurzschluss auf der Hauptstromschiene hindeuten würde. Ich würde sagen, wir machen das Gerät mal auf und schauen rein, was so los ist. Na, so ein paar Spannungen messen. Ich möchte schon gerne wissen, was los ist. Vor allem, welche Spannungen kommen tatsächlich jetzt, sind präsent und gibt es welche, die für einen kurzen Moment präsent sind und dann wieder gegen Null gehen. Das möchte ich gerne herausfinden. Ich gehe davon aus, dass schon einiges passiert. 5 Volt, 3,3 Volt und sogar mehr. Ich habe die Befürchtung, es könnte was mit dem PCH zu tun haben, aber die Befürchtung habe ich ja immer. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich befürchte immer irgendwas mit dem PCH. Bei den letzten Geräten habe ich ziemliches Glück gehabt, was das angeht, aber früher oder später werde ich so ein Gerät wieder auf dem Tisch haben. So, Schrauben sind alle weg und wie mache ich das Teil jetzt auf? Na, jetzt. Oh, irgendwas ist mit dem Akku gar nicht in Ordnung. Der Akku sieht gar nicht gut aus. Den machen wir jetzt erstmal raus. Den machen wir jetzt erstmal raus. Der ist aufgequollen. Kann man das sehen? Hier. Hier auch. Also er ist tüchtig aufgequollen. Der wird wohl hinüber sein. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Oder nicht gemacht haben. Wurde dran rumgebastelt, sieht nicht so aus, ne? Er ist schmutzig. Aber ansonsten sieht es erstmal so aus, als ob keiner dran war. Was kann man hier machen? Das Arbeitsspeicher scheint auch original HP zu sein. Der PCH sieht gut aus noch. Keine offenkundigen Explosionen oder so. So, Akku waren wir stehen geblieben. Hep. Wow. Der ist komplett hinüber. Furchtbar. So, wollen wir es nochmal probieren ohne Akku? Lass mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück.
24, 25, 7 und steht bei 7. Drücken wir mal den Button. Nichts passiert. Tot. Tot. Okay. Gut. Wieder zurück. Also, irgendwas da drin scheint auf jeden Fall zu funktionieren und er schaltet auch nicht mehr ab. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. So, also wie machen wir weiter? Ah, anfangen Spannung zu messen. Hm? Lass mal die Folie abmachen. Stört hier nur. Wo sind meine ganzen Spulen? Hier ist ein bisschen was. Hier könnten 5 Volt und 3,3 Volt liegen. Das hier ist für Batterieladung. Für den PCH habe ich aktuell gar keinen Schimmer, wo das sein könnte. Die 1 Volt. Hier ist irgendwas drunter. Für Arbeitsspeicher vielleicht. Ah, unmöglich zu sagen. Hat ein schwieriges Design, das Board. So, Strom ist drin, lass mal gucken. Lass mal gucken. So. 3 Volt. 3 Volt, das ist wenig. 3 Volt glatt. Und hier? Gar nichts. Und hier? Auch nichts. Das ist alles ganz schön schlecht. Ganz schön schlecht. Wie sieht es hier oben aus? Nix. Hier auch nichts. Hier ist was unter der Folie, da kommen wir aktuell nicht dran. So ohne weiteres, aber wir können schauen, ob die Hauptstromschiene da ist. Da gehen wir ja wohl stark von aus, dass die da ist. Andere Seite, Entschuldigung. 1 Volt. Na, irgendwas mache ich falsch, offensichtlich. Schauen hier nochmal nach. 0,9 Volt. 0,9 Volt auf der Hauptstromschiene. Strange. Strom raus. Kurzschluss. Haben wir einen Kurzschluss auf der Hauptstromschiene? So, hier müsste da Masse sein. 70 Ohm. Oh, was ist mit meinen Sonden heute los? Geht das wieder los? Ich brauche dringend neue Sonden. Ich habe auch welche bestellt in China. Aber 10 Ohm. Das ist ja furchtbar. Zehn Ohm, besser wird es nicht mehr. Gut, wissen wir Bescheid. Interner Widerstand der Sonden ist 10 Ohm. So, jetzt haben wir hier die 10 Ohm und auf der anderen Seite Megaohm. Das ist gut, kein Kurzschluss. So, jetzt lass mal gucken, was wir hier haben an den Spulen. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh, guck mal hier. Das ist für den PCH die Spannung. Das ist für den PCH. Der Chip passt auch dazu. Also, wo ist der Ladecontroller? Wo ist der Ladecontroller und alles, was dazugehört? Hier irgendwo versteckt? In dem Bereich hier? Wahrscheinlich auf der anderen Seite des Mainboards.
Also, in Short, das Mainboard scheint überhaupt nicht richtig Strom zu bekommen auf der Hauptstromschiene und dementsprechend funktioniert auch nicht so viel. Also werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie im Ladecontroller-Bereich fündig werden. Und vielleicht sogar offensichtlich, vielleicht sogar was Offensichtliches. Weil hier so wie der Akku aussieht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir gleich irgendwas Explodiertes finden werden. Okay, holen wir das Board raus und schauen, wie es ist. So, jetzt noch den Display-Konnektor vom Bildschirm. Vorsichtig. Vorsichtig und dann haben wir das Board. Junge, Junge, Junge. So, und wenn wir es jetzt umdrehen, dann sehen wir erstmal nichts. Das sieht aus wie ein PD-Controller. Kann das sein? Oder ist das Quatsch? Hier oben haben wir USB-C. Doch, wir haben auf jeden Fall einen PD-Controller, aber er ist hier oben. Okay. Sprich, theoretisch kann das Board auch über USB-C mit Strom versorgt werden. Was Spannendes. So. Ladecontroller ist. Sehe ich noch nicht. Dass der Ladecontroller niemals. Niemals. Das ist ja ein Design. Junge, Junge, Junge. So, ein PD-Controller für Spannungsversorgung via USB-C. Hier haben wir MOSFETs. Zwei in parallel, die als erster MOSFET agieren. Noch ein zweiter. Dann geht das Ganze bis hierhin. Und so wie es aussieht, müssen wir uns die Chips wohl unter dem Mikroskop anschauen. Was Besseres fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. So, hier ist noch eine Spule. Hatte ich ja schon angesagt. Und hier ist noch eine Spule. Sprich, wenn dann eine hier von 5 Volt ist, vielleicht die rechte hier, dann haben wir hier für den Arbeitsspeicher die 1,2 Volt. Und dann haben wir eine hier ist 3,3, wahrscheinlich der hier. Und das hier ist dann für Batterieladung. Sehr gut für Batterieladung. Und das hier ist dann für den PCH, die 1,05 Volt für den PCH. Und das hier oben ignorieren wir erstmal, weil das sind Spannungsversorgungen für die Grafikkarte hier. Und hier haben wir Spannungsversorgung für den Prozessor hier. Ignorieren wir, weil so weit kommt das Board ja gar nicht. Wir konzentrieren uns auf das, was fehlt. Und das sind am Anfang erstmal immer 3,3 Volt und 5 Volt. Tatsächlich sogar meistens so ein Linear. Dropout nennt sich das auf Englisch. Ich kenne die deutsche Bezeichnung gar nicht. Die dann halt permanent anliegen, direkt von Anfang an. 3,3 und 5 Volt gibt es jeweils. Und dann hat man zusätzlich noch richtige Spannungsregler mit Spulen, Induktoren nochmal eben für 5 Volt und 3,3 Volt. So, nutzt alles nichts. Es gibt tatsächlich nichts Offensichtliches zu sehen. Das heißt, wir schließen das Board jetzt wieder an. Der Ladecontroller ist wahrscheinlich hier unten.
Sehr wahrscheinlich. Interessiert uns aber jetzt erstmal nicht. So. Okay. So, jetzt haben wir vernünftig Zugang zum Board und können auch mal vernünftig was messen jetzt. Ich mache mal die Folie hier ab, damit wir es noch ein bisschen einfacher haben. Jetzt haben wir es eh schon alles auseinander. So, nichts abgerissen. Störende Bänder, wird uns das stören? Wir lassen es erstmal dran. So, also Strom wieder rein, Strom drauf. So, wie gehabt, dann lass mal gucken. Dann lass mal gucken, was wir haben. Also Masse. Lass mal gucken, ob wir hier was anliegen haben. Sehr spannend. Hier liegen. Mit meinem Multimeter ist heute irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung. Was machen wir denn da jetzt? Das ist ja furchtbar. Nochmal. 5 Volt hier. 19 Volt hier. Gut. Soweit so gut. 19 Volt kommen an Bord an. Hier haben wir die ersten beiden MOSFETs im Parallel. Da gucken wir mal, was da so ankommt. Und wir haben 19,6 Volt. So besser. So, wie sieht es aus? Hier aus, auf der Seite? Immer noch 19 Volt. Gut. Und hier? Immer noch 19 Volt. Und dann? Was haben wir dann? Immer noch 19 Volt. Also, die ersten beiden MOSFETs schalten durch. Jetzt wollen wir aber trotzdem mal wissen, ob was mit den Gates nicht in Ordnung ist. Das ist jeweils Pin 4. 25 Volt, genauso wie es sein soll. Ne? Sind N-Channel-MOSFETs, N-Kanal-MOSFETs und die müssen mehr Spannung auf dem Treibersignal, also auf dem Gate-Pin haben, als die Spannung, die dann halt da durchgeht. Gut, das passt. Das kommt dann alles hier an. Also hier haben wir 19,7. Das hier ist wahrscheinlich der Battery-to-System-FET. 3 Volt. Hier, ne? Genau, das ist für die Ladespannung. So. Soweit, so gut. Das heißt, die Hauptstromschiene ist definitiv präsent. So. Jetzt, nachdem das klargestellt ist, wollen wir natürlich gerne wissen, was hier sonst so los ist. Nämlich nicht viel, ne? Hier ist nichts los. Oh, wir haben tatsächlich 5 Volt. Das ist ja blöd. Wir haben tatsächlich 5 Volt. Dann haben wir doch auch 3,3 Volt am Powerbutton, oder? Lass mal gucken. Nichts. Doch, haben wir. Seht ihr? Haben wir. Ich drücke mal drauf. Passiert nichts. Nix. Tot. Ich gucke mal, ob der Knopf noch funktioniert. Der funktioniert super, der Knopf. Also, was meint ihr? Was meint ihr? Wir messen nochmal nach zur Sicherheit. Also, was ist meine Erwartungsanhaltung an den Spulen? Jetzt, nachdem wir ja schon einiges klargestellt haben, wissen wir ja schon so ungefähr, wo was ist. Also, hier haben wir die 1,05 Volt für den PCH. Und da würde ich sagen, alles, was über 20 Ohm ist, ist in Ordnung. Wir haben 44.
Minus 5 sind 39. Also 5 müssen wir aktuell von den Sonnen abziehen. So, dann haben wir hier, das ist für den Akku. Megaohm, kein Problem, alles gut. Hier 3 Volt, Kiloohm auf jeden Fall, würde ich sagen. Und wir haben auf jeden Fall Kiloohm. 2 und steigend. So, 5 Volt das gleiche. Super, 5 Volt das gleiche. Und eigentlich brauchen wir weiter gar nicht schauen, vielleicht bei 1,8 Volt noch, aber wo finden wir die bloß? Ha, wo finden wir die bloß? Keine Ahnung. 60 Ohm. Gehört auf jeden Fall irgendwie zum Prozessor, wahrscheinlich VCCIO, irgendwie sowas in der Richtung, so eine sekundäre Spannung für den Prozessor. Wir haben ja mehrere Spannungen hier. Wir haben einmal die Kernspannung, dann einmal für die interne Grafik haben wir Spulen. Wir haben eine Spule für den sogenannten System Agent, den Systemagenten, der als allererstes hochkommt, bevor überhaupt alles andere bestromt wird. Und dann haben wir noch weitere sekundäre Stromschienen wie VCCIO. Was gibt es noch? VCC. Es gibt auf jeden Fall noch weitere. So, aber ich würde gerne wissen, ob ich die 1,8 Volt hier irgendwo finde. Könnte ein sehr kleiner Induktor sein. Hier zum Beispiel. Sowas hier zum Beispiel. Kiloohm. Ist das überhaupt ein Induktor? Weiß ich nicht. Ist ein Induktor. Okay. Niederohmigkeit ist ein Induktor. Könnte aber auch irgendwie 2,5 Volt für den Arbeitsspeicher sein. Also wollen wir uns jetzt nicht so schnell festlegen, was hier was ist. So, kommen wir hier ohne Schaltplan weiter oder nicht? Vielleicht nicht. So, wir wissen ja, wo die 3 Volt sind. Die sind hier. Also, wenn 5 Volt an der Spule anliegen, dann müsste der M-Controller, der müsste grundsätzlich soweit funktionieren. Er hier, unser ITE hier. Dann funktioniert er soweit. Lass uns mal trotzdem zur Sicherheit ein bisschen Spannung prüfen. Wer weiß, wer weiß. Aber prinzipiell müsste der funktionieren. Was haben wir denn hier Schönes? Hier 3,2 Volt. Seht ihr? 3,2, 3,2. Der hat auf jeden Fall Strom und scheint erstmal soweit zu funktionieren. Wisst ihr was? Ich möchte eben ganz sicher gehen, dass wir hier nicht irgendein Problem später mit dem Prozessor oder der Grafikkarte haben werden. Daher messe ich die Sachen jetzt erstmal durch. 160, sehr gut. 2 Ohm ist okay für Grafikkartenkern. Hier war nix. Doch ein bisschen was, ne? 54,9. 21, das ist der Systemagent. Kernspannung hat 3,8 Ohm. Und dann haben wir ab, das sind 3 Spulen für die Kernspannung und 2 weitere. Mit 3,9, auch 3,8. Ja? Aber die gehören nicht zusammen. Wenn ich jetzt einen hier halte und einen hier halte, gehören doch zusammen, sorry. Der hier gehört nicht dazu, 8 Ohm. Na, also 4 Spulen für den Kern und eine Spule für den Grafikteil für die interne Grafik. So, und das sieht immer noch alles sehr gut aus. Gut, was meint ihr? Wollen wir mal versuchen, das BIOS zu flashen? Wäre jetzt so für mich das Erste, was ich versuchen würde. Gut, machen wir. So, das heißt, wir werden uns jetzt den BIOS-Chip vorknöpfen, ihn vom Board runterlöten, ihn mit einem externen Programmierer
Gerät neu bespielen, BIOS Reprogramming, und dann drückt mir die Daumen, läuft das Board hoffentlich wieder und lässt sich einschalten. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Es ist einfach nur eine Spekulation, weil es aktuell tatsächlich das Einfachste ist. Wir haben keinen Schaltplan für das Gerät. Es gibt auch keinen Schaltplan für das Gerät. Mit Mühe und Not könnte ich eventuell irgendwann Boardview auftreiben, aber das wäre dann auch wahrscheinlich mit gewissen Kosten verbunden. Das heißt, wir versuchen es erstmal so, versteifen uns auf Firmware, weil, naja, eigentlich sieht alles gut aus soweit. Also, let's go. So, ich denke, hier haben wir unseren Chip. Ja, das passt. Giga Device 128 Mbit. Das kommt von der Größe her hin. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Connector, was ein bisschen blöd ist. Wir machen ein bisschen Vorarbeit. Er kriegt ein bisschen frisches Lötzinn von uns, dann lässt er sich gleich ein bisschen besser ablösen. Und dann schauen wir mal, wie gut es gleich geht. Jetzt habe ich natürlich eine viel zu kleine Lötspitze. So, das sollte gut genug sein. Jetzt werden wir den Connector hier noch ein bisschen tapen. Mit wärmeabweisendem Captain Tape, das ich dafür habe. So, also wie machen wir es am dümmsten? Keine Ahnung. So, mit etwas Glück wird das ausreichen. So, mit etwas Glück reicht das. Kommen wir mit der Heißluft so von hier. Gut. Probieren wir es. Etwas kleineren Tipp vielleicht. Sieht man auch alles? Ja. Gut. So, und wie kriegen wir das jetzt hin? Weiß ich auch nicht. So vielleicht? So vielleicht. Okay. Temperatur, dickes Board, 450 Grad. 30% Airflow ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 25%. Und dann legen wir mal los. Da ist er.
So, nichts passiert. So, here we go. Okay. So, ganz simpel. Machen wir den Chip mal ein bisschen sauber. Die Flussmittelreste stören nämlich beim Programmieren tatsächlich. Möchte ich gerne vermeiden. Gut, so sollte es okay sein. Test. So, dann habe ich hier meinen schönen kleinen CH341A, der mich schon seit Anfang, seit der ersten Stunde mehr oder weniger begleitet. Bisschen hier und da ein kleines Upgrade. Den Sockel hier, der ist super. Haben wir überhaupt einen 3,3 Volt Chip? Lass uns das mal lieber prüfen. Datenblatt sagt 3,3 Volt. Also können wir starten. Rein damit in den PC. Und in unser schönes kleines Programm. Da werden wir jetzt erstmal die Detection versuchen. Da ist er schon, 127C. Super. Den wählen wir aus, gehen auf Lesen und dann lesen wir erstmal den alten Chip aus und machen eine gute Kopie davon für den Fall, dass unser BIOS das Problem nicht löst. So, das war der erste Durchlauf. Das speichern wir jetzt mal ab. Unter Quanta G3DB. G3DB ist die Bordnummer. Und dann ist das Nummer 1. Weil jetzt werde ich den Chip einmal neu arretieren, um irgendwelche Lesefehler auszuschließen. Und lese ihn gleich nochmal. Detect, zack und lesen. So, jetzt vergleichen wir die Datei mal mit einem Programm, das ich immer gerne dafür benutze, namens FlexHex. Das ist Nummer 1. Nummer 2 haben wir noch nicht gespeichert. Das machen wir jetzt. Nummer 2. So, und dann machen wir hier Search and Compare für Vergleichen. So, GDB 2 und OK. Jetzt vergleicht das Programm die beiden Dateien und die sind identisch. Was gut ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall das jetzt gut ausgelesen und sind jetzt ready, um das neue BIOS, das Ersatz-BIOS, das ein guter Kerl von Badcaps gebaut hat, zu programmieren. Und wie man schon sieht, die Dateien sind alle gleich groß. Das heißt, wir haben auch den richtigen Chip mit der richtigen Größe. Ne? So, los geht's. Und dann drücken wir einfach auf Programmieren, ja, und los geht's.
So, die ganze Prozedur mit Löschen, Löschkontrolle und Programmieren hat jetzt ungefähr 7 Minuten gedauert. Dann wollen wir das gute Stück mal wieder zurück aufs Board setzen, ha? So, ich war mal so frei und habe in der Zwischenzeit die Pads sauber gemacht. So, und wie kommt das gute Stück jetzt drauf? Kleiner Tipp. Kleiner Tipp. Wir haben hier so eine kleine Einkerbung, die Pin 1 markiert. Und auf dem Board finden wir, wenn wir genau hinschauen, das Gleiche. Geh mal da zur Seite. Nämlich hier. Hier haben wir einen kleinen Punkt oder ein Quadrat. Es kann auch ein Pfeil sein, irgendwas, was Pin 1 markiert. Das heißt, prinzipiell müssen wir das Teil jetzt umdrehen. So. Ne? So, jetzt machen wir mal ein bisschen Flussmittel drauf. So. So. So, dann richten wir das gute Stück mal ein bisschen aus. So vielleicht, war zu viel. So vielleicht, ha? So sieht's gut aus. Jetzt ist er wieder ein bisschen verrutscht. So, halten wir mal so fest. Bisschen Lötzinn. Na, nochmal. So, fangen wir so an. Das ist okay. Das ist okay genug. So, die Brücke wollen wir wieder lösen. Komm mal her, du. Zack. Na komm. Will noch nicht. Will sich nicht lösen lassen. Jetzt. Haben wir noch ein paar nette Joints. So. 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 Sieht aus wie neu. Super. Okay. Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, wir schauen mal, was das Board jetzt so macht. Mit etwas Glück macht es jetzt mehr als vorher. So, dann geben wir mal Strom drauf. Netzteil ein. 24 Milliampere, 6 Milliampere. So, bisher so wie vorher. Jetzt drücken wir mal auf den Power-Button. Und nichts passiert. Das heißt, BIOS ist nicht das Problem. Ja, was machen wir denn da jetzt? Jetzt sind wir ganz schön im Eimer. Also, was übersehen wir? Lidswitch, der ist mit Sicherheit auch hier. Das ist der, der feststellt, dass der Deckel zu ist. 3-1. 3-1, das reicht eigentlich schon. Und einer ist immer an Masse. Das reicht schon. Wenn man hier jetzt einen Magneten dran halten würde, an dem Switch hier, dann würde er einen Pin schließen. Und das Gerät würde sich nicht einschalten lassen. So. Also, warum lassen wir uns denn dann nicht einschalten?
Hier ist ein Load-Switch. Da können wir mal gucken, ob da ein Problem vorliegt. Ohne Strom. Kilo Ohm. Mega Ohm. Oh, hier. Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was haben wir hier? Auch nicht viel mehr. Was ist das denn hier? Hm? Steigt jetzt, aber war hier, weiß ich auch nicht. Ist wieder im Kilo-Ohm-Bereich. Hm? Was ist hier los? Lass mal mit Spannung messen. Ich möchte wissen, was hier los ist. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix, ganz sicher. Also sind die 5 Volt hier auch nicht zu finden, ja? Ohne Schaltplan wird das auf jeden Fall richtig schwierig. Okay, gut. Kein klarer Kurzschluss zumindest. Also, was ist das Problem? Warum bekommen wir keine 3,3 Volt? Es ist auf vielen Plattformen so, dass die 3,3 Volt erst kommen, wenn der Einschaltbutton betätigt wird. Dass wir keinen Schaltplan haben, ist überhaupt gar nicht hilfreich. Aber wir können zumindest gucken, ob ein Enable anliegt. Das können wir gucken unter Mikroskop. Hier ist das gute Stück L8. Ach, das ist wieder so ein Spezialchip auch noch. So, und hier ist das gute Stück, ein RT6256B mit speziellem Layout. Wir müssen uns eigentlich nur darauf konzentrieren, dass das, was mit dem Enable hier ist, Pin 6. Das kontrollieren wir jetzt, ob da irgendwas ankommt oder nicht. Wenn ja, haben wir hier ein Problem mit dem Buck-Converter. Und wenn nicht, haben wir ein anderes Problem, was wir noch nicht kennen. Die Eingangsspannung, Voltage In, wird auf jeden Fall nicht das Problem sein, weil unser LDO3 ja läuft. Wir werden es nochmal prüfen, aber der läuft hundertprozentig. VCC, was ist das? Pin 9. Das sind 5 Volt. 5 Volt. 5 Volt Spannung, okay. Genau, das ist der C, das ist der für 5 Volt und wir haben hier für 3 Volt. So, also Pin 6 wollen wir prüfen, Pin 11 checken wir nochmal gegen und Pin 9 auch, was das ist und ob das alles läuft. Gut, Pin 7 Power, gut. Gut, dann gehen wir mal wieder unter das Mikroskop. Zoomen mal ein bisschen ran. So, jetzt sehen wir das gute Stück auch ein bisschen besser. So, wo ist unser Strom? Führen wir mal ein bisschen hier so hin, damit wir ein bisschen Strom bekommen. So, einmal anschließen bitte. Ich würde mal interessieren, in den ersten Sekunden zieht er ja ein bisschen mehr Strom. Ne? Mich würde mal interessieren, ob da irgendwas passiert. Eine Sekunde eben.
Ja, tatsächlich. 3,3 Volt kommen. Nochmal zurück. Wir haben hier anscheinend das seltene Phänomen, dass hier die Spannungen kurz kommen. Sowas übersieht man natürlich leicht, wenn man darauf nicht so doll achtet. Aber hier unsere 3,3 Volt Spule. Ne? Ich halte mal das Multimeter dran. Achtet mal auf mein Multimeter Display. Und wenn ich jetzt den Strom dran mache, dann seht ihr, dass die 3,3 Volt kommen tatsächlich. Solange wie wir hier oben den hohen Verbrauch haben. Und dann verschwinden sie wieder. So, mal gucken, ob es das gleiche ist mit der 1 Volt Spannung. Mach mal wieder aus. Wieder an. So, 1 Volt kommt nicht. Spannend. 1 Volt kommt nicht. Dann lass mal kurz die 1 Volt, die 3 Volt zum Switch hier verfolgen, ob da irgendwas passiert. Das würde mich mal interessieren. Also von der Spule, Beep Mode. Von der Spule zum Switch. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. Hier ganz außen. Hier auch. Da müsste doch eine Seite enabled werden. Ha? Auf jeden Fall. Komm, wir schauen mal nach. Wir schauen mal nach, ob wir auf einer Seite irgendwas finden. Spannung und Action. Hier ist nix. Bleibt tot. Und hier auf der anderen Seite passiert auch nichts. So, irgendwas verbraucht hier Strom. Läuft aber nicht an. Und wir haben auf der anderen Seite aber definitiv 3,3 Volt anliegen für eine kurze Zeit. Wir checken nochmal. Hep. Hier, 3,3 Volt. Und weg sind sie. Und auf der anderen Seite genauso. Wir haben hier zwei. Zack. Da. Jawohl. So. Jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwie... ob der hier ein Enable kriegt. Also schon müssen wir jetzt eigentlich nicht schauen, ob der 3,3 Volt Controller ein Enable kriegt, sondern wir müssen eigentlich schauen, ob die 1,05 Volt und der Load Switch hier irgendwie ein Enable bekommt. Das müssen wir jetzt prüfen. Also wieder unter das Mikroskop. Wenn wir bloß wüssten, wo die 1,8 Volt sind. Lass mal schauen, was hier so passiert. Ob hier irgendwas passiert. Ja, tatsächlich, 1,8 Volt gefunden. Was ein Ding. Das sind unsere 1,8 Volt hier. Tatsächlich. Und die kommen. Und wenn die 1,8 Volt kommen, dann müssen eigentlich auch die 1,05 Volt kommen. Also gehe ich schon ziemlich stark davon aus, dass wir hier irgendeine Art von Problem haben beim 1,05 Volt Controller. Relativ stark. So, hier ist das gute Stück. Nichts Offenkundiges erstmal. Es ist ein APW8713. Dann wollen wir mal schauen, wie der angesteuert wird. So, und hier ist das gute Stück. Wir werden jetzt mal ein paar grundsätzliche Dinge überprüfen. A, ob der Strom kriegt. Und dann haben wir hier natürlich unser Enable an Pin 2. Und da müssen wir natürlich auch gucken, kommt da was oder kommt da nichts. Und ja, dann sind wir hoffentlich ein bisschen schlauer. Lass mal gucken. So, dann geben wir mal Strom drauf. So, womit fangen wir an? Mit Hauptstromschiene haben wir an 8, 9 und 22. So, Pin 1 ist unten rechts. Also quasi hier.
Hier soll die Hauptstromschiene ankommen und kommt an. Kommt auf jeden Fall an. Und hier genauso, denke ich, ne? Hier? Ne, hier haben wir 5 Volt. Dann haben wir hier vielleicht noch. Was haben wir hier? Gar nichts. Kann ich nicht zählen oder wie? Pin 22 ist der vorletzte Pin. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen gefährlich. Wir haben die 19 Volt hier anliegen. So, das ist auf jeden Fall nicht das Problem. So, jetzt haben wir per Versehen, haben wir hier die interne Spannungsversorgung auch schon gecheckt. 5 Volt. Jetzt passiert hier gerade was. Was ist hier gerade passiert? Habt ihr das mitbekommen? Irgendwas ist gerade passiert mit der Spannung? Nein, hier passiert nichts. Gut, so, das haben wir geklärt. Was noch? Hier ist nichts. So, Enable, Pin 2. Und das ist hier. Hier ist das. Das ist hier. So, aktuell liegt hier definitiv nichts an. Ich mache mal das Netzteil aus. Ja, so, Enable kommt nicht. So, damit haben wir das schon mal geklärt. So, und wie sieht das? Haben wir irgendwie einen Kurzschluss oder so? Komm, wir gucken mal nach. Und wir haben einen 4,7 Ohm Kurzschluss des Enables gefunden. Guckt euch das an. 5 Ohm. 6 Ohm, langsam steigend. Ein partieller Kurzschluss oder wie sagt man im Deutschen? Eine Niedrigohmigkeit. Guck mal, wie langsam. Steigt langsam an. Wir sind gleich bei 10 Ohm, aber das ist eindeutig zu wenig. Eindeutig zu wenig. So, jetzt die große Quizfrage. Jetzt die große Quizfrage. Wo kommt das her? Kommt das von dem Chip, der partielle Kurzschluss, oder kommt das von woanders her? Die Sonden arbeiten aktuell gut. Das hier ist auf jeden Fall ein Volltreffer. So, wie könnte man das jetzt zurückverfolgen? Also, wo könnte man dieses Enable denn noch finden? So, wir sind auf jeden Fall schon im Kilo-Ohm-Bereich wieder. So, lass mal gucken, ob wir das Enable noch irgendwo finden. Zum Beispiel beim Switch hier. Nein. Das ist der Ladekontroller, da bestimmt nicht. Beim 3,3 Volt Controller. Beim 3,3 Volt Controller aber. Beim 3,3 Volt Controller aber. Haben das gleiche Enable. So, jetzt passt mal gut auf. Der 3,3 Volt Controller und also ah doch, ich kriege das auf ein Bild. Guck mal hier. Na, hier das Enable für den 1,05 Controller und hier das Enable für den 3,3 Volt Controller. Ha? Durchgang. Das ist Power Good. Power Good ist das. Alles klar. Das ist das Signal dafür, dass hier alles in Ordnung ist. Und das kommt nicht raus. Und das ist das Problem. Und warum nicht? Ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich versucht, mal 3 Volt zu injizieren und schauen, ob die Spannung stabil ist. Wollen wir das mal probieren? Gibt es hier irgendwie einen Jumper? Nee,
geht direkt zum Load Switch. Das ist aber auch ein Verhalten nur. Okay. Vielleicht schaltet das Board ja einfach ab, weil zu viel Strom fließt. Vielleicht. Wenn wir vorsichtig sind, können wir auch das Labornetzteil benutzen. Komm, 1 Volt fangen wir mit an. Einfach wegen der Sicherheit. Okay? So, und dann gehen wir direkt an die Spule hier ran. Zack. Und Action. Bei 1 Volt passiert gar nichts. Ich nehme mal einen anderen Ground Point. Nö, da passiert gar nichts. So, jetzt nehmen wir mal 2 Volt. Das Netzteil funktioniert auf jeden Fall. So, 2 Volt. Hier passiert so einiges. Gehen wir mal auf 3 Volt. Da passierte schon ein bisschen mehr. Jetzt schauen wir mal, was mit 3 Volt passiert. Ich hoffe, es nimmt kein böses Ende. Das machen wir mal kurz aus. So, los geht's. Oh ja. 160 mA. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit, die Wärmebildkamera rauszuholen. Ich meine, heute machen wir aber auch alles mit hier. Heute haben wir aber auch alles im Petto. Das war jetzt zugegeben eine harte Nuss, muss ich echt sagen. Auch für mich eine echt harte Nuss. Und ja, wer weiß, hätte nicht viel gefehlt und ich wäre nicht mehr dahinter gekommen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was uns die Wärmebildkamera dazu erzählt. So, seht ihr so irgendwas? Ja, doch, könnte. So, dann schauen wir mal nach. Na? Oh, guck mal. Der PCH leuchtet auf wie ein Weihnachtsbaum. Das ist der Plattform Controller Hub. Er hier. Und so wie es aussieht, warte mal einen Moment. Jetzt. So wie es aussieht, ist er hinüber. Sonst nichts? Sonst nichts, aber guckt euch den PCA an. Na? Ganz klar. Hier haben wir auch irgendwas. Ich verstehe gar nicht genau, wo das ist. Das würde ich mir gerne noch ein bisschen genauer anschauen. Mit der Makrokamera. So, jetzt bin ich mal gespannt. So. Das ist unser Controller, der wird auch heiß. Das ist unser 3,3 Volt Controller, der auch heiß wird. 29 Grad. Spannend.
Ja, der PCH sollte wirklich nicht warm werden von der 3-Volt-Schiene. Wirklich nicht. Wirklich nicht, wirklich nicht, wirklich nicht. Aber das erklärt natürlich einiges. Das erklärt natürlich, warum sich das Gerät nicht einschalten lässt. Ohne PCH wird es nichts. Und das bedeutet leider, dass dieses Board nicht zu reparieren ist. Beziehungsweise nicht so einfach. Man müsste jetzt hingehen, den PCH aufwendig auslöten. Man müsste ein Ersatzteil beschaffen, höchstwahrscheinlich aus China, wo du nicht weißt, ob der Chip in Ordnung ist, ob der gebraucht ist, wo der herkommt und ja, ob er überhaupt funktioniert, so ungefähr. Dann hat Intel selber hat auch noch ein paar Tricks auf Lager. Da sind dann hier so Sicherungen drin integriert und sobald so ein PCH mal mit einem Board verheiratet ist, dann werden diese Sicherungen ausgelöst und dann kannst du auf vielen Boards, bei vielen Boards ist es so, dass du den PCH auch nicht einfach nehmen kannst und auf dem anderen umlöten kannst. Ist einfach nicht möglich. Und dann haben wir noch gar nicht über das Equipment gesprochen, ne? Also du brauchst dann schon ein anständiges Rework-System, ne? Ich meine, hab's auch schon gemacht, aber eher schlecht als recht. Ich habe so eine Infrarot-Vorheizstation, eine einigermaßen vernünftige Heißluftstation. Trotzdem ist es relativ kompliziert und die Erfolgsrate ist halt nicht sehr hoch. In dem Fall müssen wir es einfach so lassen. Das Gerät geht dann in die Verwertung über. Ende der Geschichte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Konntet ein bisschen was mitnehmen. Mal schauen, wann ich das nächste deutsche Video mache. Vielleicht dauert es ein bisschen, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Kommt auch so ein bisschen auf euer Feedback an. Insofern freue ich mich natürlich über Kommentare, Likes und natürlich über mehr Follower. Das wäre echt toll. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.